Richtig, es ist Zeit für eine gottlose Ladung an neuen Clips in Form eines Bennard-Videos. Und ich heiße euch damit herzlich willkommen. Erstmal gibt's den hier für alle, die Auge gemacht haben und nicht daran geglaubt haben, dass ich es pünktlich um 14 Uhr schaffe. Ich hab's euch doch versprochen. Und ich bitte euch heute wirklich, schnallt euch an. Oder bittet irgendjemand in eurer Nähe darum, dass er euch festbindet. Denn dieses Video sorgt wirklich für Anfälle. Ich habe hier wirklich ein paar absolut abgefuckte Sachen gefunden. Und die muss ich einfach mit euch teilen. Wenn mein Crush mich blockiert, anstatt mich anzuzeigen. Oh, damn, boy, davon kann ich dir auch einige Geschichten erzählen. Aber das ist ein anderes Thema. Ey, das fängt doch schon absolut gottlos an. Der Bre ist mehr am Abgehen als ich am Wochenende auf 1-2 Mischen. Was ist denn los mit ihm? Und als erstes, liebes YouTube-Team, wir machen uns hier in diesem Video über niemanden lustig, okay? Und, ja, ich habe in die Kommentare davon geguckt. Oh Gott, das fängt ja schon wirklich gut an. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach diesem Video wieder ein Gebet sprechen muss, damit mir Gott für meine Sünden verzeiht. Aber bis dahin, machen wir weiter. Ich fasse es alles nicht mehr. Träume ich noch gerade? Oder kommt da gerade wirklich eine Mikrowelle auf einem Minibike angedriftet? I know a lot of you hating motherfuckers want me to fail, but guess what? It ain't happening. Ja, das ist wirklich eine Mikrowelle. Und die Mikrowelle kann auch noch sprechen. But guess what? It ain't happening. You know why? Was habe ich gestern geraucht, dass ich das hier gerade erlebe? You know why? Cause I got a motherfucking microwave on my head. Verdammte Scheiße, hatte dieser Typ Swag. Das nenne ich 2024 Drip. Lil Bro hat den Off-White Sweater, das Minibike und die goddamn Microwave auf seinen Kopf. Das ist das Outfit des Tages. Ich finde, sowas sollte zum Trend werden. Das ist safe in New York passiert. Da wundert mich doch echt nichts mehr. Dort kacken paar Leute in die eine Bahn, an der anderen Ecke hängen 20 Zombies auf 50 Drogen und dort fährt einfach eine Mikrowelle lang. Oh my God! Gut, der Tag hat gerade eigentlich erst angefangen und ich habe schon wieder alles gesehen. Und apropos alles gesehen. Ey, diese verdammten TikToker, das ist wirklich wie so eine Pest. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich wollte nur Brot haben, Mann. Man ist doch auch wirklich nirgendwo sicher vor denen, ne? Die machen wirklich überall TikTok und irgendwelche Tänze. Bitte, 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 geh mir überall auf den Sack, aber bitte lass meinen Einkaufsladen in Ruhe. Lass mich wenigstens an einem Ort meine Ruhe haben. Ihr müsst euch mal geben, irgendwelche alten Leute gehen da auch einkaufen, die so gar keine Ahnung haben von dieser neuen Internetwelt und dann sehen die sowas. Die Armen bekommen Kulturschock und erzählen das ihrem Arzt und wollen noch mehr Pillen haben. Die denken, die drehen gerade durch. Ich hoffe, 2025 wird TikTok verboten. Obwohl, nein, bitte nicht. Dann habe ich ja gar keinen Content mehr und ich bin arbeitslos. Okay, in dem nächsten Video werden Dinge passieren, die, glaube ich, das Schlimmste für Kinder sind. Und zwar spricht hier irgendein Vater, Onkel, großer Bruder, keine Ahnung, einen kleinen Jungen an. Ob er ein bisschen Ice Cream haben will. Hey Trent, you want some ice cream? Boah, wie nice. Das kleine Kind muss sich bestimmt richtig freuen, so einer seiner besten Tage. Er bekommt einfach gratis Ice Cream. So richtig lecker, Mann. Der Tag kann eigentlich nicht besser werden. Und jetzt passt auf, was der Typ macht, der ihm gerade die Ice Cream gekauft hat. Ey, du bist wirklich ein schlechter Mensch. Ich ekel mich vor solchen Menschen. Bah, bah, bah. Die müssen irgendeinen Dämon in sich tragen, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man sich denn so daran ergötzen und sich diese Mühe machen, das alles aufbauen über Minuten hinweg? Erst zum Eiscreme-Stand gehen mit dem Kind, dann ihm die Eiscreme holen und dann, wenn er kurz davor ist, sie zu essen und so richtig glücklich ist, also wirklich am Peak der Glücklichkeit, dann einfach das Eis aus der Hand zu schlagen, Oh mein Gott. Also wer auch immer darüber jetzt hier gelacht hat und sich denkt, das war eine coole Aktion, schämt euch. Bah, ihr werdet in die Hölle kommen. Also 99% von allen Fällen sind solche Sicherheitskameras, die in irgendwelchen Stores, Einkaufsläden oder Dönerläden hängen, komplett sinnlos. Ja gut, die Sicherheitskamera, die bei meinem Dönermann dort hängt, da weiß ja sowieso jeder, dass sie nur Attrappe ist. Und das Schild Vorsicht, hier wird Video überwacht, einfach nur Cap ist. Und das weiß auch jeder. Also wenn da wirklich jemand einbrechen will, wird das ihn sicherlich nicht abschrecken. Und naja, in 99% der Fälle nehmen die Kameras halt auf, aber es passiert sowieso nichts. Aber dann gibt es diesen einen Moment, diesen einen Prozent, wo sich die Sicherheitskamera wirklich lohnt. I don't have anything funny to say for this video, but apparently if you just say, for the boys,
all these guys will just come in and like your video and watch it and share it. Ey, du kleiner, ekelhafter Schwanz. Der greift sich da wirklich auf casual in einer öffentlichen Bar die Eier und snifft dann da dran? Bro, what the fuck? Ja, und zu Recht hat dich die verdammte Kamera gebastet. Ekelhaft. Und zum Glück sieht man hier dein Gesicht. Oder ich würde das ausdrucken, in der ganzen Stadt verteilen und sagen, hey, das ist der verdammte Eiersniffer. Wenn ihr ihn seht, geht auf ihn mit Mistgabeln und Feuer. Ist das gottlos, Mann. Mitten in der Bar, dieser Blick, als er gerade so am Sniffen ist und bemerkt, dass er aufgenommen wird. Ja, das ist der Moment, wo er weiß, er ist am Arsch. Und danach ist er auch direkt gegangen. Ciao, haut rein. Das war bestimmt nicht die erste Bar, in der er das gemacht hat. Ist das schon wieder krank, Mann. Okay, und von dem einen Gestörten gehen wir direkt weiter zu dem anderen Gestörten. Ich habe hier irgend so einen random Typ auf Instagram gefunden und diese Videos sind wirklich der absolute Fiebertraum. Warum denkt jeder, dass wir gefuckt haben? Und was macht jetzt da diese Lego-Frau? Cause we did. Now come here. Ist das dein Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler? Was ist das jetzt schon wieder für einer? Und was ist das für ein Content, Bro? 173.000 Likes? Obwohl, gut, ich sag euch ehrlich, ich hätte das auch geliked. Ich hätte sogar noch kommentiert, gespeichert und an 5 meiner Homies geschickt, weil ich das mies abfeier. Bruder, der f***t einfach das Lego-Ding. An alle Minderjährigen hier, schaut bitte weg, okay? Okay? Zumindest an alle die unter 14. Denn ich habe auf seinem Instagram-Profil weitergeschaut und ihr glaubt nicht, was in seinen anderen Videos abging. Okay, die Lego-Frau war noch irgendwo relatable, okay? Ja? Okay? Nemo? Das war schon eine Stufe zu krass. Aber das Android-Mensch? Bro! Was hast du denn für abgefuckte Fetische, Bruder? Auf was stehst du? Nein, nicht auch noch Yoda. Oder bitte nicht Yoda. Nein. Zum Glück habe ich das Video nicht in voll gesehen und habe die Sounds von Yoda gehört. Ansonsten hätte ich heute Abend nicht gut schlafen können. Dieser Typ muss verhaftet werden. Wer auch immer das ist, der gehört eingesperrt, Mann. Der ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und wisst ihr, wen ihr gleich mit ihm zusammen einsperren könnt? Der Typ, der für diese Schönheitsoperation verantwortlich ist. Wow. Ist das echt? Das kann doch nicht echt sein, oder? Das ist doch gar nicht möglich. Oder? Я вам кривя так с говном, как вы мне все пишете. Потому что я очищусь от этого. Да, я пишу, что надо чистить это говно. О, мой Гот. Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Was ist denn das? Ich habe ein bisschen gegoogelt und ja, das ist tatsächlich echt. Dieses Gesicht sieht wirklich so aus. Was hat die sich dabei gedacht? Die war bestimmt vorher ein ganz anständiges Mädchen mit einem, naja, normalen Gesicht. Und jetzt? Bro, das erinnert mich an das Gesicht von Starscream aus Transformers. Oder nein. Das erinnert mich an ein ganz anderes Gesicht. Sin City was me. 1:1 einfach das gleiche. Was ist das denn? Also das ist wirklich geisteskrank. Das finde ich eigentlich auch schon echt gar nicht mehr lustig, ne? So, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So, okay, und dein Körper ist dein Körper. Mach, was du nicht lassen kannst. Aber na. Das kann man doch nicht so stolz posten. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwelche TikTok-Girls, die sich denken, oh my God, das ist die neue schöne Frau. Und die wollen dann genauso aussehen, weil sie komplett delusional durch die Welt laufen. Ich frag mich, wie sich das anfühlt. Sind diese Backen da so squishy? Oder die, auch dieses Giga-Chat-Kinn. Oder die hat dickeres Kinn als Giga-Chat. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, sperrt ihn ein. Ach ja, diese Kisscams in Footballstadien sind eigentlich immer richtig nice. So, schaut mal da zum Beispiel. Och, ein süßes Paar. Und dann küssen die sich. Oh, richtig romantisch, Mann. Aber wer auch immer der Leiter von dieser Kisscam war, der hatte ein persönliches Problem mit dem Bruder danach. Oh nein, die haben den armen Typen auseinandergenommen und der hat es nicht mal mitbekommen. Nicht mal links oder rechts oder vor ihm oder hinter ihm sitzt irgendjemand, der sitzt einfach komplett alleine in dem Stadion. Wer weiß, was er gemacht hat. Vielleicht haben die Leute einfach von ihm auch so 2-3 Meter Sicherheitsabstand genommen, weil er absolut abgefuckt ist. Oder vielleicht ist er auch einfach nur ein einsamer Typ, der einfach in das Stadion geht, weil er keine Freundin hat, mit der er am Wochenende etwas unternehmen kann. Mein Bruder, wir sind für dich da.
Frauen kommen und gehen, aber die Brüder, die bleiben für das Leben. Merkt euch das. Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei Jura, bin selbstständig und habe noch einen Nebenjob. Und ja, nice. Und ich schlaf halt gerne bis um 12 Uhr aus. Gut, alles klar. Also das war wirklich ein nicer Track. Und wenn ihr wollt, dass ich euch so einen ähnlichen Track singe, bevor ihr einschlaft heute Abend, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Ja, ja, ja.